Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Ja, wir haben Alexander den Großen hinter uns gelassen und sind weiter Richtung Norden gewandert mit unseren drei Fullstack-Armeen. Wir werden jetzt genau den Norden mit unserer Heimstadt kombinieren oder verbinden. Wir müssen aufpassen, dass hier, dass unser Pergamon-Typ hier nicht zu sich nicht zu schnell ausbreitet. Das würde ich nicht so gerne wollen. Genau, hier haben wir einen Feind, der hier von den 10.000 aufgehalten wird. Mal schauen, ich wette, der greift nicht den an, sondern mich. So, wir könnten auch eine neue Armee ausheben. Das könnten wir durchaus tun. Das könnten wir wirklich tun. Okay, dann mache ich in Sinope, weil da habe ich ein gutes Gebäude, das sowas. Warte mal. Das ist eigentlich ganz gut. Wobei ich werde jetzt einen feindlichen nehmen, weil ich den umbringen will. Also erstmal nehme ich den da mit der Kavallerie und den tausche ich dann aus. Warte, hier ist ein Tyren-Reiterei, dann dreimal die da, Leinpanzer, dann hier Peltasten, habe ich jetzt 6. Leinpanzer-Schwertkämpfer sind super. Jetzt habe ich 18. Aber die da haben ja ein bisschen Fernkampf noch dabei. Und nicht unbedingt viel. Dann mache ich da mal 4. Dann habe ich noch Platz für 3 Fernkämpfer. Das sind halt nur Steinschleuder. Aber egal. Bisschen Fernkampf ist immer gut. Genau, den werde ich dann austauschen mit dem da. Weil dieser schöne, hübsche General, der hat uns ja betrogen. Deswegen werde ich ihn ersetzen. Warte mal. Achso. Ersetzen mit einem von uns. Genau. Und sobald er wieder in als Senat oder als Politiker angenommen wurde, sage ich mal, wird der dann diese Armee begleiten und dann hier sterben. So, weil wenn man, also man kann, ich habe übrigens hier so einen, man kann die auch töten. Genau. Das ist halt, dann ist die Loyalität der Zielpartei natürlich ein bisschen geknickt. Und vor allen Dingen kann ich das nicht, weil er zu krass ist. Naja, war halt einer von mir. So. Genau, wir haben hier noch einen, sorry. Ein Reister aus Dodona berichtet von einem bösen Omen des Orakels. Die Nachricht verbreitet Panik im Volk. Man fürchtet den Zorn der Götter, natürlich. Den Reisenden vertreiben, ein weißes Schaf opfern, ein Bullen opfern. Ja, komm, machen wir mal einen Bullen. So, der geht natürlich gleich dahin. Alter, denn der hat echt nicht mehr viel zu essen gehabt, oder?
So, nehmen wir natürlich ein. Der stapft mal Richtung hier und der stapft mal genauso. Die stapft mal ja nach da. Ja, wobei. Oh, jetzt ist sie schon gegangen. Cool. Also hier kann man ja auch noch Armeen verstecken. Deswegen. So, der hat echt nichts mehr zu essen. Und hier sieht man dann schon, also die haben ja sehr viele Fernkampfkavallerie. Aber naja, in der Stadt ist es nicht sehr stark. Gut. Dann schnabulieren wir mal nach da, weil seine Armee geht nach da. Wie viel Gaza hat? Ja, nur 6er Garnison. Das ist natürlich nicht so super. Wir haben nur noch 8 Nahrung. Das ist natürlich ein bisschen heftig wenig. Vor allem, weil hier nochmal 8 wegkommt. Hier nochmal 8 wegkommt. Ja, hier in 2 Runden kommen nochmal 7 und nochmal 10. Das ist gar nicht schlecht. Ja, das da brauchen wir nicht mehr. Das da brauchen wir auch nicht mehr. Das da brauchen wir auch nicht. Minus Nahrung mache ich mal gerade alles nicht. Dann hier holen wir uns Nahrung. Hier holen wir uns das da. Nochmal Minus Nahrung machen wir nicht. Hier haben wir schon mal Nahrung. Hier können wir auch Nahrung. Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Jerusalem. Öffentliche Ordnung brauchen wir eigentlich nicht. Da ist schon eine ganz gute unterwegs. Okay. Dann mal weiter. Bei diesen Zwischenfällen, also mit den Göttern Wohlwollen oder schlechtes Omen und so, da ist es meistens besser, wenn man irgendwas opfert. Also nicht wegen den Göttern, sondern wegen der Bevölkerung. Und die Geister sagen uns, dass wir euch Gold anbieten sollen. Und mit den Geistern streiten wir. Ich biete euch diesen Happen. Ja, naja, ja. Dann erobere ich euch halt mal. So. Ja, automatisch. Ja, ein bisschen Erfahrung dürfen die Jungs auch bekommen. So, wir haben aber keinen gekillt. Gut. Jetzt müssen wir uns aber echt beeilen, weil der macht sich schon mal fit da. Und das können wir. Das werden wir nicht dulden. Ah, wow. Okay, das hat mich überrascht. Aber hier steht schon eine Vollzweckarmee. Das ist nicht gut. Rang erhöht. Nach Hause zurückgekehrt. Politiker, das ist gut. Kind, Sohn. Natürlicher Tod. Mission fehlgeschlagen. Nahrungsmittelknappheit. Oh, fuck. Böses Omen. Ja, gefällt den Göttern natürlich. So. Das ist natürlich jetzt blöd. Natürlich komme ich da nicht hin. Ach, das ist doch Quarkacke.
Ja, und der hat hier schon eingenommen. Ach, das ist doch blöd. Das ist doch blöd, das ist doch. Ich marschiere mal mit dem Richtung hier, damit er dann hier gleich weitermachen kann, während die sich um die Stadt und die Stadt kümmert. So, jetzt muss ich mich aber um die Nahrung kümmern. So, hier nochmal Nahrung. Hier. Hier gibt es nicht nochmal Nahrung. Ja, dann mache ich Tempel. Nee, geht nicht mehr, weil den Tempel habe ich schon. Ja, Fug. Ja, dann mache ich mal sowas. Hier kann ich auch keinen. Ja, aber Tempel kann ich machen. Das brauche ich da eigentlich auch nicht. Das brauche ich da auch nicht. So. Wie geht's dann weiter? Du schaust mal hier hoch. Ah, das Chimera sind unsere Verbündeten. Oh. Das ist natürlich shoot. Das ist natürlich Kacke jetzt. Oh Mann. Ja, was machen wir denn da? Chimera? Militärisches Bündnis sogar. Klingon, ja. Klientel. Nein, nicht Klingon. Klingonenkönigtum. So, dann gehen wir als hier und erobern den Rest. Ich könnte auch hier runtergehen und die Arabia Flexis wegflexen. Ja. So, Gewaltmarsch. Du wirst ein Stratege. Geheimaktion. Mit Speeren. Und Kinder. So, dann marschierst du mal hierhin. Wie unerlaubt es sei betreten. Wir haben Bündnis hier. So, du kommst auch noch was? Na? So, uiuiui. Fremde Besetzer. Forschungsrate, Diplomat. Auf in die Schlacht. Einschüchtern. Moral. Kampfgeist. Präsenz. Ja komm, dann machen wir Präsenz. So. Mag der uns jetzt nicht mehr so? Ja, minus 75. Ja, naja, okay. Wieso habe ich ja militärische Bündnisse mit denen gemacht? Naja, egal. Gut. Warte, dann gehst du mal hier runter. Weil dann hole ich mir die Ding hier noch. Dann wirst du mal ersetzt durch
durch den da. Ägyptische Familie, so ein Schmarrn, das sind sie stimmt gar nicht. Der ist nicht ägyptische Familie, der war meine Familie. Hey, 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 hey. Ich hab dich gerade ersetzt, du. Du. In den da, Anhänger. Genau, Anhänger. So, jetzt hat. Du Verräter, du. Gut. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, Nick. Ja, zwei Runden. Ich muss mal aufpassen, wo Pergamon dann hingeht. Kann ich den irgendwie noch irgendwie pushen? So. Moral. Bewegungsreichweite, meine ich. Ich glaube nicht. Nee. Verdammt. Gut, weiter geht's. Dann süffel ich mal kurz was. Ja, Agenten wieder. Ah, vergessen. Aber krass, dass Rom immer noch da ist. Rom stirbt einfach nicht. Ich werde ehrlich sein. Wieso du? Vor allem 8000 dafür, dass wir uns nicht angreifen, aber bis ich bei dir bin. Wir werden abbrechen. Auch wenn der das bestimmt schafft, aber. Ja. Also ohne mich ist die Chance, dass er es nicht schafft, größer als wenn ich mitkämpfe. Ah ja, der hat's geschafft. Cool. Spiel abgebrochen. Gut. Dann, mach ich mal hier Schluss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.